Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Raccoon Wildlands. Wir sind jetzt gerade dabei, einen von uns ausfindig zu machen und zu töten. Und ja, die Map ist... Also jetzt geht's in die... in die alte Silbermine rein und da sind sehr viele Leute. Mein Gott, hier riecht's wie im Schlachthaus. Was für ein Training macht Bukat hier? Das erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Woher weißt du das? Aufpassen, das ist dein Geschütz. Ich sehe ein zweites Ziel. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Das macht 5. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Feind markiert. Es sind 10 Ziele. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Also, die Drohne ist echt krass. Die hat hier unten voll den Empfang. In einer Mine drin. Okay. Wir müssen echt hier aufpassen, dass uns niemand hört. Weil sonst wird's widerlich. Sonst wird's sehr widerlich. Sieht er die Leiche nicht? Shit, sie haben eine Leiche gefunden. Das war scheiße knapp. Definitiv. Hab mich schon gewundert, dass die so lange gebraucht haben, um die Leiche zu finden. Ah. Ja, Bockhart posiert mit bei einem Fotoshooting mit seinem neuen Freund El Muro, dem Leiter des Sicherheits und Blabla. So. Dann geht's mal weiter. Das ist schön. Kein Alarm, kein gar nichts. Ich sage ja kein Alarm und da geht bei mir vor der Tür ein Krankenwagen vorbei mit Alarmanlage. Nein. Und hier kommt mein Schatzi. Hey, wir haben einen Narko am Schießstand. Ich sehe eine Waffenkiste. Ups. Hihihihi. Nett. Oh yeah. Sag ich, ich will mal kurz schauen. Der hat einen Schalldämpfer. Okay. Ah, okay, das ist ja gar nicht die. Okay, alles klar.
Okay, die macht Schaden bis zur Hälfte ungefähr. Mal schauen, wie viel Schaden ich mit der hinbekomme. Zieloptik, natürlich die beste der besten. Also habe ich noch nicht, aber halbautomatisch erweitert habe ich noch nicht. Kurzer Lauf. Langer Lauf natürlich. Mündung. Totenkopfschalldämpfer, was? Okay. Aber meiner macht da schon mehr Schaden, ne? Feuerrate hat der besser, Geräuschminderung hat der besser und Durchdringung. Wieso hat der bessere Durchdringung, wenn ich mehr Schaden habe? Ist Durchdringung besser gegen Panzerung? Also ich versuche mal die da. Auch wegen der Feuerrate und eben Geräuschminderung ist besser. Ich versuch's mal und wenn es wirklich besser ist, dann werde ich die behalten. Ich mache die mal grün, damit ich weiß, dass ich hier die beiden. Also das alte ist Wüstenfarben, sage ich mal, und das da ist jetzt Dschungel. So. So. Ich muss halt schauen, weil mit dem alten Sniper konnte ich Helikopter super gut runterholen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt auch immer noch machen kann. Ich schau mal da oben, weil da ist immer noch einer. War nicht da, ne? Nee. Der ist, glaube ich, draußen bei dem Geschütz. Drohne ist oben. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, jetzt fehlt nur noch da der letzte. Ist einer mit Maschinenpistolen. Alles klar. Gut, da gehe ich erstmal nach da. Weil da sind ja zwei alleine und das ist easy dann. Dam da dam da dam da dam da. Wo geht der denn hin? Hey, du.
Das ist jetzt die Frage, wie ich die hier in der Reihe machen kann. Also den einen da vorne, den kann ich ja jetzt schon machen. Was schaust du denn nach oben? Geht's dir gut? Der wird von den anderen gesehen. Warte mal. Ich brauche Tastatur und Maus, bla bla. Wo wahrscheinlich Spiel. Nee. Gitternetz umschalten? Ich will schauen, also wahrscheinlich Tastenbelegung. Ja. Wo ich die Ziele ablenken kann. Fernglas, Abwehrsichtmodus, Fallschirm, Splittergranate, Ablenkungsköder 7. Eine Ablenkungsgranate für die Omres. Ist der dumm? Ja, wahrscheinlich. Okay. Mine. Ja. Jetzt weiß ich auch, wie man eine Mine auswählt. So, da hinten sind zwei. Ich werde mal die hinten holen. Weil die sind gerade alleine da. Und deswegen ziemlich verwundbar. Also wenn sie da sind, wo ich hoffe, dass sie da sind. Dass er sich ja nicht wundert, dass da niemand ist. Hüftschuss. Also seine Hüfte. Ich lege eine Mine für euch. Sie haben eine Leiche. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Oh, Scheiße. Wie hat der denn jetzt...
Wie hat der bitte... Bitte Alarm ausgerufen. Hä? Ach, das hat er überlegt, okay. Einer. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Nix. Sehr ärgerlich. Aber naja, wenn sie hier rein wollen, dann können sie hier reinkommen. Das ist an sich total egal. Fallen denen mal in den Rücken. Sofort auf den Boden. Blablabla. Na egal. Scheiße nochmal! So, bitte jetzt absolute Ruhe. Warte, was ist denn das für ein Zeichen? Oh, das ist eine Mine. Ach so. Ach so, so, so. Ja, ich wollte den ja dann ablenken, damit er die Leiche nicht sieht, aber ich habe eine Mine gelegt. Naja. Ist es ein Kind? Ach, was machen die denn hier? So. Da ist eine montierte Waffe. Ist da niemand drin? Nee. Das ist surprising. Ist da wirklich niemand? Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Setze Drohne ein.
Wagen mit montierter Waffe. Das ist kein Wagen, das ist ein Geschützturm. Da ist eine montierte Waffe. Ich sehe Bukhart, Ziel markiert. Na dann. Na du? Na du? Wir haben ihn. Er ist tot. So sollte kein Ranger sterben. Bukhart wollte es so, vergiss das nicht. Wir mussten das tun. Gute Arbeit in Montauk. Bukharts Tod wird das Ausbildungsprogramm des Kartells empfindlich stören. Santa Blancas beste Truppen gleichen den Verlust nicht aus. Sie werden geschwächt. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivien passiert. Nun schlagen wir endlich zurück. Weiter so. So, Video. El Muro würde versuchen, mich zu töten. So wie ich ihn töten würde. Schwarz ist für Rache. Weiß ist für Sicherheit. Gold ist für Erfolg. Aura, wie soll eine heilige, widersprüchliche Gebete von zwei verschiedenen Männern hören? Meiner Erfahrung nach erhören Götter immer denjenigen mit dem meisten Geld, den meisten Männern und der größten Macht. Ich hatte den Mann verloren, dem ich immer trauen konnte. Mirmano. Wie viele Männer würden ihm ergebener sein als mir? Würde die Macht, die er mitnahm, reichen, um mich auszuschalten? Doch ich hatte einen Vorteil. Ich war mit ihm aufgewachsen und wusste, wie er tickte. Ich kannte seinen nächsten Zug vor ihm. Ich musste nur Geduld haben. Das ist schon richtig lustig, weil, also von der Argumentation, ich bin mit ihm aufgewachsen, also weiß ich, was er denkt. Wenn du mit ihm aufgewachsen bist, ist er auch mit dir aufgewachsen. Das heißt, er weiß auch, was du denkst. Also, das zählt nicht. Und das mit den Göttern ist auch lustig. Also, traurig lustig. Ich gehe mal einfach hier runter, weil ich wissen will, wo es hier lang geht. Genau, als ob Götter drauf schauen, ob einen hier unten oder dass es sie kümmert, ob jemand viel Geld hat oder nicht. Was ist das? Also sind das diese Klischee-Vögelchen? Gut, also, ja. Sicherheit Nummer 1 weg. Jetzt brauchen wir den Bouchon. Das hier, oder? Nee. Hier? Keine Ahnung. Ja, doch hier. Sicherheit, ja. Gut. Dann würde ich sagen, schaue ich nochmal kurz. Weil wir haben eine neue Waffe bekommen, die da. Schaden ein bisschen weniger. M4A1 Tactical. Mal schauen, was ich... Ja, damit kann ich nichts machen. Das heißt, nope, no thanks. Schade, dass ich die Waffen von denen nicht auftunen kann. Gut. Ich dachte, hier wäre noch so ein kleines... Ja, Gimmick oder Schatz oder sowas, wenn man halt einfach durchgeht. Gut, was machen wir jetzt? Also ich würde sagen, hier sind wir noch nicht ganz fertig, ne? Wir brauchen für die Fertigkeit, für das Zieldauer, brauchen wir 11k, also noch
10.000 von dem Öl. Hier gibt es aber nur 10.000. Na. Das brauchen wir eigentlich nicht. Was ist das für einer? Da steht gar nichts drin. Und hier hinten? Ja, wenn wir müssen sowieso hier hinten hin. Erstens wegen der Sicherheit, oder also wegen dem Gebiet. Und zweitens wegen dem Flugplatz. Da können wir das dann gleich auch so machen. Kingslayer-Datei, das können wir auch auf der Fahrt machen. Und sonst... Schmuggel. Ja, da gehen wir dann eh hin irgendwann. Gut. Fertigkeiten neu. Ah, hier. Yay! Körperdetails, Tattoos, Kleidung. Habe ich da irgendwas Neues? Tanktop. Hoodie. Tanktop ist eigentlich hier wirklich am besten. Warte. So. Dann zurück, dann Weste. Alter. Was ist das denn? Also ich würde nur eine leichte nehmen. Genau, weil wir sind ja eher Scharfschütze. Ach ja, es gibt noch mehr. Ach krass. Ah, aber die sind gesperrt, okay. Ich brauche was für die Wüste. Ja, das sieht eigentlich cool aus. Aber wüstig ist das nicht so. Gut, dann Hose. Tarnblätter. Aber wieso kann ich Tarnanzüge? Ah, kann ich doch machen. Aber dann bin ich ja die ganze Zeit so, ne? So schwarz. Sandstein. Schuhe. Ja. Kampf.
Stiefel, Wanderstiefel. So. Augenextras. Augenklappe. Was zum... Okay, ich mach mal keine. Aus... mehreren Gründen, weil das kein Mütze will ich eigentlich auch keine haben. Nomad. Stimmt, Militär. Das könnte ich eigentlich machen. Das da oder gar nichts. Oder gucke sicherer Fast Helm. Ich mach glaube ich gar nichts. Headset. Hände aufnäher. Okay. Rucksäcke. Drohne. Störenfried. Ich mach mal das mit der Drohne, weil, naja, Drohne haben wir halt. So, dann aufnehmen, brauchen wir Gesichtsextras. Totenkopf. Sturmmaske. Totenkopf fände ich nicht schlecht, aber der Totenkopf sieht kacke aus. Zigarre. Scharfschützenhelm. Was ist das denn? Warum? Warum? Das ist schon besser. Das da würde ich nehmen. Okay. Gut, dann machen wir aber das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und... Ach nee, jetzt habe ich die an, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Bye.